Es ist wieder Freitagabend und herzlich willkommen bei Unicorn. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ein wenig Männergrippe. Ich hoffe, ich werde sie überleben. Sieht aber wahrscheinlich schlecht aus. Aber nichtsdestotrotz kommt heute der vorletzte Teil des Airbrush-Grundkurses und ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Also legen wir los. Ich zaubere jetzt einfach mal so einen kleinen Farbverlauf drauf. Das könnt ihr natürlich auch bei Kunden machen. Wenn ihr so etwas bei einer Kundin machen wollt, dann arbeitet euch langsam Schicht für Schicht zur richtigen Deckkraft hin. Das heißt, die erste Schicht macht ihr bis zur Hälfte, die zweite Schicht dann etwas weniger und die dritte oder vierte Schicht dann noch weniger, bis ihr die gewünschte Deckkraft an der Spitze erreicht habt. Und dann nehme ich mir die Negativschablone. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Blätter und kleben die hier mal irgendwo hin. Natürlich wieder schön andrücken das Ganze. Und dann fange ich jetzt an mit Weiß, um die Ränder der Blätter zu sprühen. Wenn ihr dann die Schablone aufgeklebt habt, testet erstmal irgendwie an eurem Handschuh oder so, dass, ob überhaupt Farbe rauskommt. Und dann könnt ihr langsam von der Mitte aus der Schablone nach außen hin Kreise ziehen, bis ihr dann die komplette Schablone ausgemalt habt. Ich arbeite immer von der Mitte der Schablone aus nach außen hin, damit ich weiß, wie stark die Farbe aus der Pistole rauskommt und ich so besser und genauer arbeiten kann. Dabei sollte man nicht zu sehr übertreiben mit der Farbe, denn dann wird es meistens nicht so schön. Und dann löse ich jetzt einfach mal die Blätter ab und wir gucken mal, was da drunter so zum Vorschein kommt. Nummer 1 und Nummer 2. So, ich hoffe, man kann es sehen. Das wäre es dann auch schon zu den Negativschablonen. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Da könnt ihr natürlich auch einen Farbverlauf mit reinbasteln. Macht meines Ansehen aber nicht so viel Sinn. Aber wir können natürlich nicht nur solche Muster draufkleben oder beziehungsweise machen. Wir können auch sowas wie Leopard machen oder French natürlich auch. Ja, gucken wir uns nochmal an, wie das funktioniert. Machen wir erstmal Leopard. Ich habe natürlich jetzt von verschiedenen Herstellern Schablonen bestellt. Einmal von meinem Lieblings- und einmal von Jollyfine. Gucken wir mal, wie die sind. Was mir direkt mal aufgefallen ist, bei Jollyfine sieht man hinten nicht, was es für ein Motiv ist. Ist schon wieder nicht nachgedacht. Ja, ansonsten scheinen die ganz okay zu sein. Das sind jetzt so Blumen, ich hole die mal raus. Die werde ich jetzt zwar nicht sprühen, aber damit ihr mal seht, wie die aussehen. Hier kann ich die Negativmotive eh nicht benutzen. Ich glaube, das würde doof aussehen. Also das scheint dieselbe Qualität zu sein, bis auf, dass hier hinten halt nicht drauf ist, was drin ist. Dann habe ich hier noch so schwarze bestellt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe sie mir größer vorgestellt auf jeden Fall. Das wird nicht reichen, um zum Beispiel einen Daumen komplett einzupinseln oder einzusprühen. Zum Zweiten ist hier natürlich auch, dass die Innenteile teilweise fehlen. Was ich auch schade finde, also die Negativ-Schablonen sind natürlich auch bei sowas recht wichtig. Weil man kann natürlich auch andersrum den Leopard oder den Zebra draufsprühen. Ja, aber gucken wir mal, wie die kleben. Mal gucken, wie die abgehen erstmal.
das ist auch schon wieder scheiße. Ach Gott. Also die kauft euch auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wer die benutzen soll. Der muss ja. So. Haben wir das Ding schon mal ab. Und dann nehmen wir uns den Tipp natürlich. Oder den Finger. Und dann kommt das Ganze drauf. Hier müsst ihr wirklich gucken, dass das möglichst gut auf dem Nagel sitzt. Okay, kleben tun sie schon mal gut. Aber hier am Rand zum Beispiel ist es blöd, dass die so schmal sind. So. So sollten sie sitzen, schön knalleng auf dem Nagel, und dann fange ich jetzt mal an, das Ganze mit Lila einzusprühen. Bei diesen kompletten Schablonen müsst ihr jetzt nicht so viel beachten, außer dass ihr natürlich nicht zu viel Farbe drauf ballern solltet, denn wenn das Ganze unter die Schablone läuft, dann könnt ihr nochmal neu anfangen. Auch hier könnt ihr natürlich mit zwei Farben agieren. Ich mache jetzt nochmal eine zweite. Bei dem Farbverlauf an der Seite einfach nur so einen leichten Sprühnebel erstmal setzen und dann immer mehr werden an der Stelle, wo ihr den Farbverlauf am stärksten haben wollt. Dann fehlt uns jetzt natürlich noch eine Sache, und zwar der French. Ich habe jetzt hier so kleine French-Schablonen. Ja, French-Schablonen sind es auch nicht wirklich, sind ganz normale Airbrush-Schablonen. Ihr könnt grundsätzlich alles zweckentfremden, um French zu machen. Beziehungsweise Airbrush French. Auf einer Seite haben wir jetzt hier eine geschwungene Seite und auf der anderen so eine Wellenseite. Die sind auch von Jollifine. Ja, kleben tun sie ganz gut. Das Einzige, das Negativ fehlt halt wieder. Ist ein bisschen schade. Aber naja. Dann ziehen wir das Ganze mal ab. Ich klebe das Ganze hier mal so schräg drauf. Erstmal, um die Wellenform zu testen. Und dann fange ich jetzt einfach mal an, das zu sprühen. Bei den French-Schablonen fange ich erstmal auf der Schablone an zu sprühen und arbeite mich dann langsam über das Motiv bis zum kompletten French hin. Dann ziehe ich das Ganze natürlich wieder ab. Auch hier könnt ihr wieder einen Farbverlauf machen, ganz klar. Und dann haben wir unseren Wellen-French. Das wäre Nummer 1. Jetzt probieren wir hier nochmal schnell diese Smyline. Ja, eine Smyline ist es eigentlich nicht wirklich, weil die ist nicht geschwungen genug. Ich klebe es jetzt hier auch mal so ein Pi mal Daumen drauf. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel noch eine andere Farbe drunter habt, könnt ihr natürlich den French hier auch so auslaufen lassen. Das versuche ich jetzt einfach mal. Wenn ihr so einen Verlaufs-French machen wollt, dann braucht ihr quasi einfach nur auf dem Übergang zwischen Schablone und Nagel ein bisschen sprühen, so dass es vernünftig deckt halt, und dann seid ihr auch schon fertig mit der Nummer. Dann natürlich wieder abziehen das Ganze, und dann haben wir den French-Verlauf fertig. Das war es jetzt auch schon mit den Schablonen. Ich möchte jetzt noch mal kurz aufs Versiegeln eingehen, bevor wir zu dem Muster starten. Bei der Versiegelung solltet ihr darauf achten, wenn ihr ein großflächiges Airbrush gemacht habt, was an den Rändern entlang führt zum Beispiel. Zum Beispiel ein Airbrush French oder so ein ja, Leopardenmuster oder so, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr auch die Ränder mit versiegelt, also auch so ein bisschen unten drunter. Denn wie gesagt, diese Airbrush-Farbe ist wasserlöslich, und wenn das nicht richtig versiegelt ist und Wasser drunter kommt oder dran kommt, dann kann schnell mal die Versiegelung abplatzen, und dann wird der Kunde bei euch vor der Matte stehen und sich natürlich beschweren. Zum Zweiten solltet ihr das Ganze mindestens zweimal versiegeln, damit das Ganze auch wirklich lange hält, falls der Kunde mal irgendwo gegenstößt oder an irgendwas lang geratscht, dann könnte das Muster abgehen. Deshalb gerne zweimal versiegeln. Ja, aber starten wir doch jetzt einfach mit dem Muster. Ich habe jetzt hier schon mal einen Tipp vorbereitet mit einer Tupftechnik. Wenn ich weiß, wie Tupftechnik geht,
verlinke ich euch hier oben nochmal kurz das Video zu der Anleitung dazu. Das ist Nail Art Teil 2, glaube ich. Oder, nee, Quatsch, Teil 4 sogar. Ja, aber starten wir einfach jetzt mal mit dem Airbrush. Wie gesagt, Tupftechnik ist schon drunter. Tupftechnik mit Glitzer. Das Glitzer seht ihr jetzt nur nicht, weil das Ganze angeraut ist, denn das Airbrush kommt nach dem Aufbaugel. So, dann nehme ich mir jetzt einfach mal hier so eine große Blume. Ist auch wieder von Jollifeen, ist natürlich wieder scheiße ausgeschnitten. Was soll ich sagen? Okay, und dann kleben wir uns die hier dran. Ich mache es jetzt mal nicht ganz auf den Nagel, sondern nur so, ja, drei Viertel. Und dann drücken wir das Ganze fest. Und dann fange ich jetzt einfach an, das Ganze mit Weiß auszufüllen. So, das wäre die erste Schicht. Da möchte ich jetzt in die Mitte noch so einen Farbverlauf reinsetzen. Die Schablonen kleben natürlich scheiße, war klar. Falls ihr sowas habt, dann müsst ihr jetzt gucken, dass die Schablone nicht abgeht, weil wenn ihr die zweite Farbe jetzt drauf macht, habt ihr sonst ein Problem. Ihr kriegt die Schablone nie wieder so drauf, wie sie gerade drauf war. Deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen schnell machen. Ihr seht schon, langsam löst sich das Ganze ab. Das ist natürlich semi-gut. Nochmal andrücken. Und dann kommt jetzt die zweite Schichtfarbe. Dann natürlich genau zielen und in die Mitte einen Punkt setzen. Guckt am besten immer, dass die hellere Farbe außen ist und die dunklere Farbe innen. Denn die dunklere Farbe soll natürlich den Schatten darstellen, damit es so einen kleinen 3D-Look gibt. So, ich mache jetzt noch eine zweite Blüte hier hin, so eine halbe. Und dasselbe wiederholen wir dann auch nochmal bei der anderen Blume. So, dann werde ich jetzt einfach nochmal mit Acrylfarbe so ein paar Linien dran ballern. So. Und dann das Ganze natürlich wieder zweimal versiegeln. Jetzt zeige ich euch nochmal schnell, was passiert, wenn die Schablone nicht richtig auf dem Nagel klebt. So, ziehen wir mal das Ganze ab und gucken mal, was da so passiert ist. Ihr seht jetzt hier, dass so leichter Sprühnebel durch die Blüte gekommen ist. Das ist jetzt nicht mega tragisch, aber wenn ihr es perfekt haben wollt, solltet ihr das natürlich vermeiden und die Schablone richtig fest draufdrücken und gucken, dass die Ränder auch möglichst plan auf dem Nagel sitzen. So, kommen wir zum zweiten Malheur, was passieren kann. Das passiert mir natürlich auch noch, auch wenn ich schon ein paar Jahre das ganze Thema mache. Es kann manchmal passieren, dass die Pistole so ein bisschen verstopft ist, dass mal so ein Fussel drin sitzt oder ein Staubkorn. Und dann kann es gerne mal passieren, dass mit einmal viel Farbe rauskommt. Ja, das demonstriere ich jetzt euch einfach mal, was dann passiert und wie es dann auf dem Nagel aussieht. Ihr seht, es ist komplett unter die Schablone gelaufen. Da könnt ihr so fest die Schablone andrücken, wie ihr wollt. Das passiert dann, wenn plötzlich zu viel Farbe rauskommt. Das heißt, ihr müsstet das jetzt nochmal abmachen und wieder neu anfangen. Deshalb wirklich ganz vorsichtig mit der Pistole nur leichten Sprühnebel erstmal drauf geben. Vorher wirklich nochmal irgendwie auf einem Blatt Papier oder auf eurem Handschuh oder wie bei mir auf meiner Hand das Ganze testen, ob da wirklich was draus kommt oder auch nicht. Ja, und dann könnt ihr sicher sein, dass das Ganze dann auch funktioniert. Ja, das war's mit dem vierten Teil des Airbrush-Grundkurses.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken, abonnieren, alles, wozu ihr Lust habt. Und ich hoffe, ich überlebe das Ganze und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chris.